Timothys Vision von Jesus, wie er auf der Welt steht, und die Interpretation durch Jesus, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Juni 22, 2005. Hier folgt Timothys Vision. Ich sah großes Leid von Männern, Frauen und Kindern in mehreren Ländern, die ich nicht kannte. Ich sah auch viele schreckliche Dinge, die den Christen in diesen Ländern angetan wurden. Dann sah ich einen riesigen Fuß mit Sandalen, der mit der Ferse auf Afrika stand und im Begriff war, auf diese sehr großen Gestalten darunter zu treten. Der andere Fuß mit Sandalen war über Israel, aber er berührte es nicht und trat nicht darauf. Ich weiß, dass die Füße mit den Sandalen Jesu Füße waren, denn ich konnte auch den Rest von ihm sehen. Seine Höhe reichte bis zum Himmel und er trug ein weißes Gewand. Juni 2005. Hier die Auslegung der Vision. Jesus Christus ist gekommen, um seine Ferse auf den Nacken der Bösen zu stellen und sie vom Rücken seines Volkes zu entfernen. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, die Auslegung der Vision, die Timothy gegeben wurde, für alle, die Ohren haben und hören. Timothy, die Bilder, die du in deinem Geist gesehen hast, waren in der Tat eine Vision von dem Allerhöchsten, sagt der Herr. In deiner Vision hast du den Menschensohn und die Füße dessen gesehen, der die Trauben im Kelter seines Zorns zertreten wird. Der eine, der ist und war und kommen wird, der Fels, der zum Berg wird, der die ganze Erde ausfüllt. Seht, sein Bild reicht von der Erde bis zum Himmel, und die Platzierung seiner Füße ist sicher. Einer über den Übeln und jenen, die viel Böses in Afrika anrichten, und der andere über Israel. Höre jetzt zu und verstehe die Bedeutung der Vision. Bald wird der Menschensohn die Länder und Königreiche dieser bösen Menschen zerstören, die so groß und erhaben dastehen. Wer kann dem Zorn Gottes entgehen, wenn er kommt? Denn ich habe all meine Feinde unter meine Füße gelegt. Ja, die ganze Welt ist mein Schemel. Denn alle bösen Menschen, die Macht haben, leben bereits im Schatten des Todes und werden bald unter den Füßen des Heiligen von Israel erdrückt werden. Er, der ist und immer der König der ganzen Erde war. Doch sein Fuß über Israel ist nicht ein erdrückender Tritt, wie sein Fuß über Afrika. Vielmehr war sein Fuß über Israel, um ihre kommende Unterdrückung aufzuzeigen und die Zerstörung, die viele Nationen über Israel bringen wollen. So hat Christus, ja der Messias meines Volkes, seinen Fuß über Israel gesetzt, nicht um es zu erdrücken, sondern um es vor all seinen Feinden ringsherum zu schützen. Ja, seht, die Macht meiner rechten Hand wird sie vernichten, wenn sie herauskommen, um gegen Israel zu kämpfen, wenn ihre Feinde sich zusammenschließen, um sie zu vernichten. Denn wer kann den Fuß des Heiligen Gottes bewegen, wenn er einmal seinen Platz eingenommen hat? Wer hat die Macht, gegen mich zu kämpfen? Wer kann den Heiligen von Israel überwältigen? Wer? Denn alle leben unter dem Schatten des Herrn, entweder im Gericht oder im Schatten seiner heilenden Flügel. Deshalb soll jeder hohe Mensch niedergebeugt und jeder Unterdrücker in Stücke gebrochen werden. Deshalb sollen alle, die so hoch stehen, mit harten und unnachgiebigen Herzen
unter den Füßen des Heiligen von Israel erdrückt werden, bis nur noch Staub und Asche übrig bleiben, sagt der Herr. Deshalb sollen die Reumütigen ihre Belohnung empfangen. Sie sollen zu Füßen des Herrn bleiben, bis das, was geschrieben steht, ausgeführt ist und das, was prophezeit wurde, geschieht. Ich bin der Herr.